Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia Own High School Host Club. Ja, der musste einfach sein. Den konnte ich nicht mehr zurückhalten. So, wir sind hier in nirgendwo in der Wüste. Warum auch nicht? Und was ist das? Ach so. Boah, ich dachte, er wäre jetzt hier so großer, dicker Graben, wo es einfach nur mitten ins Abyss geht. Aber wir können doch nicht mal. Was? Nein! Wie könnt ihr es wagen? Wasser? Wasser. Zack. Aua. Na, warte. Kommt mal näher. Danke. Höchst. Und eine scharfe Strömung zieht auf. Gott verdammt. Rowan, hör auf damit. Hör auf, unsere Orangengummi zu verballern. Hier sind wir Bosskämpfe. Und wenn, dann benutze ich selber ein, wenn es knapp wird. Das geht doch so nicht. Dann entsteht doch Chaos hier. Oh. Warum brichst du dich nicht mal anziehen? Aua. Den Viechern kann ich nicht ausweichen. Doch, kann ich. Schön. Und zack. Und online, Bro. Was ist los? Warte, komm mal her, ich helf dir. Me help you. Aua. Warte mal, me help you. Boah, er kann. Jude, du sackst als Heiler. Und zack. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich noch einsetzen sollte. Ja, egal. Manchmal werde ich einfach überfordert. Wegen aus dem Hinterhalt. Ja, ich habe schon gesehen, was das macht. Danke. Warum hast du mir nicht vorher gesagt? Das hätte ich nie gedacht, dass mir was passiert, wenn die mich von hinten angreifen. So, ich könnte mir mal ein neues Rezept, neues Gericht reinballern. 25 KP, 25 TP. Was? Aber ich habe die Gerichte ja schon mal. Also ich habe schon das Geld ausgegeben. Also was zum Teufel? Jetzt kommen. Damit die Kämpfe schneller vorbei sind. Was auch immer. Das Kochen habe ich mich noch nie so begeistert in der gesamten Tales of Serie. In allen 4 Spielen. Oh geil. Na du. Oh. Da laufe ich an den Sack vorbei. Das gibt's doch nicht. Hallo. Mysteriöses Juwel. Oh geil. Da fällt mir gerade ein. Ich habe doch. Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie was bekommen im letzten Bosskampf. Flügelschuh. Mit diesem geheimnisvollen Schirm wirst du beim Erkunden der Welt immer schneller. Okay. Was soll das bedeuten? Truhe. Was soll das bedeuten? Kann ich schnell laufen? Hallo? Erklär mir das doch mal jemand. Zerbrochener Zahn. Cool. Ja, ich schätze mal, wir haben hier alles erkundet, oder? Nö. Da ist auch noch was. Und da ist ein Loch. Und 900 Gold. Aber ich könnte glatt zur Stadt zurückgehen und mir neue Ausrüstung holen, aber ich warte lieber, bis wir in der nächsten Stadt sind. Obwohl, wir müssen ja zum Dingens, ne? Zu einer Festung. Ach, die werden da bestimmt schon was verkaufen. Ja, oder Fort. Festung, Fort. Was soll's. So, komm mal her. Hi. Sterbt. Ei, ei, ei. Oh, nee. Oh nein, seid ihr? Nein, das ist Rogue. Okay. Ey, ich bin noch total ausgewichen. Ich bin auch voll echt und so, ne? Ich bin ausgewichen und ja, ey. Voll, ey, krass. Aua. Boah, hat der einen Stein geworfen? Ha, 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 ha. Toll. Ich kann mein verdammt Heilart nicht mehr einsetzen.
Zack, dann setze ich im Pinkomono ein. Hätte ich nicht gedacht, was? Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Das ist echt blöd, hat das. Hier geblieben. Hier geblieben. Mann. Wie gruselig das aussieht bei ihm. Die kalte Schulter. Ah. Nicht so. So. Ich muss mal hier auf was zurückgreifen, auch wenn das überhaupt nicht mein Stil ist. Und dann kann ich mir eigentlich eins noch einballern. Weil Jude kann auch von Hand aus heilen. Okay, komm her. Ich habe mich, dass ich hier noch weiterkommen, deswegen. Ah, wir sind hier geblieben. Mann. Bist du blöd? So, danke. Oh nein, du bist zaubern. Ich bekomme Bock nochmal hier. Artsiegel oder was auch immer du machst. Zu bekommen. Zack. Und ihr seid resistent. Verdammt. Mann. Mein Glück, ne? Ach ja, so ist er. Jetzt du. Und zack. Voll krass noch gewechselt im letzten Moment. Die Schuhe. Zack. Zack. Sollte man vielleicht mal jemand anderen steuern, auch ab und zu. Mit Rowan komme ich nicht so gut klar im Kampf. Also im Kampf komme ich mit ihm klar, aber im Kampf irgendwie nicht. Wenn ihr versteht. Ich wusste nämlich nicht. So. Da hinten die Ecke sieht mal irgendwie verdächtig aus. Hallo? Ruhm R? Ultimative Waffen? Nö? Okay. Oder nicht. Hi. Komm, lass kämpfen. So, Alvin. Mach mal was. Hast du... Nein. Hast du irgendeinen Wasserangriff? Ich... Das ist schon so lange her, Alvin. Das bestimmt auch... Nee, du hast noch nichts. Okay. So, Erdbruch, Erde. Feuer, Licht, Schutz. Verdammt! Hör auf damit! Verdammt! Hör auf damit! Warum war... Ich habe noch zweimal aufgeladen. Mann! Fuck. Nein. Ah. Hört ihr auf, Elvin hier durch die Gegend zu jonglieren? War jetzt meine Ladung weg. Da. Nein, warum ist Rowan tot? Was geschieht hier? Boah. Steuerst mal einmal Elvin und alles geht aus dem Ruder. Ei, Elvin, warum machst du das eigentlich mit mir? Guardian Field, genau. Heilung. Zumindest bleibt das Feld immer. Auch wenn er irgendwie dazwischen getroffen wird. Bei Design ange. Verdammt! Ah, du hast mit Wert abgebrochen. Ja, okay, ja, ist ja. Ist ja gut, Mann. Hallo? Ich greife hier an. Er schleudert mich einfach weg. So. Dann wehr ich ihm ab. Und Konter. Ich kann auch voll Arsch sein. Oh, das gibt's nicht. Ich bin mit gar keinem verbunden, deswegen. Deswegen kriege ich jetzt die ganze Zeit eine Fresse. Ja, aber jetzt bisher wieder hochgeheilt. Hä? Die Level-Up-Pose ändert sich auch. Okay. Ich will die anderen auch erstmal aufleveln.
verdammt. Das wollte ich eigentlich. Zack. Ja, wenn ich getroffen werde, dann verschwindet eine Ladung. Oh, komm mal her, Bro. Kann ich irgendwas mit dir machen? Ja, genau. Hellfire. Höllenschalter auf. So, komm her. Und kein Level Up. Ich dachte. Ich hab's gedacht. Na gut, dann eben nicht. Und ich laufe hier gar nicht zurück. Ich lauf. Verdammt. Hier ist gut. Hier ist gut. So. Ich möchte noch ein Level Up haben mit Rowan. Ja, okay, mach mal mit Jude über. Ganz schnell. Immer Wasser. Schwung einsetzen, weil das bringt voll. Obwohl, er hat voll. Oh nein, ihr seid dagegen. Ne? Verdammt, wurde er nicht eine Pistole raus. So, okay. Verdammt. Aber manchmal vergesse ich einfach, wo ich die platziert habe, die verdammten Hände. Und er setzt einfach flinke Umrundung ein, ohne mich. Ja, die so weit schaffen. Ja, jetzt habe ich keine TP für Tiger Blade. Doch, habe ich. Und ich kann nicht zweimal gleich einsetzen. Das ist blöd. Mann, komm her. So, mach den noch schnell fertig, dann holen wir uns noch die zwei Level Ups. Und fertig. Tut er gleich wieder und er hat diesen einen Kampf in den zwei Kämpfen all seine TP verballert. Ich halte es nicht aus. Ah, so kurz davor. Ja, verdammt. Aufladeanfänger. Okay. Ich will so einen Speicherpunkt, ich möchte sicher sein. Man. Okay, aber erstmal aufleveln. Ach nee, Jude hat ja noch nicht. Okay. Genau, das hier wollte ich mir holen und das hier wollte ich mir holen und ach du Kacke. Geht noch nicht mal an. Dann hol ich mir lieber Kaffee. Das Ding hol ich mir sowieso im nächsten Ding. Im nächsten Level ab. So, Schicklichkeit. Und was auch immer du da lernst, ne? Meteorwalzer. Und was das ist, das sehen wir ein andermal. Ich habe mir noch ein paar FP und TP. Perfekt. Ah, ja, ja. Geh weg. Komm schon, den einen Kampf habe ich noch. Ja, du gelacht. What the fuck? Hat der voller Schutzschild gemacht. Ich halte mich aus. Komm schon, die TP werden wieder regeneriert beim Level Up. Ah. Wenn ich das nicht schaffe, dann schneide ich einfach aus. Und level im nächsten Part auf. So wird's gemacht. Was habe ich noch? Na, ich könnte auch mehr als 15 Minuten hochladen, ne? Aber nö. Immer so eine bekackte Internetleitung. Und zack. Und sterbt. Ja. Und er macht gar nichts. Was ist das denn? So, geh weg. Ich möchte aufleveln, dann speichern und dann nach Hause gehen. So. Wenn ich jetzt nur wüsste. Ja, super. Ach, hab ich schon. Okay. Dann nehme ich Stärke. Genau. Und FP. Genau. Was auch immer. Schnell erholen. Dann noch. Was weiß ich. KP. Und TP. Und dann beende ich den Part. Tschüss. Nein, weg.
Tschüss. Nein, geh weg. Tschüss. Gott, verfluchter Dreck.